Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Der HSV ist Schwein in der Bundesliga. Der Isar Gräfe ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? Ja, frohes neues Jahr und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder da. Nach einer kurzen Winterpause melden wir uns wieder zurück bei unserem KSC-Fan-Podcast, die Wildparkbruttler. An meiner Seite auch wieder der liebe Boris. Hi Boris, bist du gut ins Jahr gekommen? Hi Niklas, ja bin ich. Frohes neues an dich, frohes neues an alle Hörer. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne, unerholsame, besinnliche Tage. Mir geht's gut. Bin gut ins neue Jahr gekommen und freue mich auf das, was jetzt ansteht. Ja, ich freue mich auch schon riesig. Wir durften es ja schon über Social Media ankündigen. Wir haben einen weiteren Top-Gast ans Land ziehen können und ich freue mich wirklich ganz außerordentlich sehr, dass Massi Porcello bei uns heute in der Sendung ist. Hi Massi, grüß dich. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und auch von mir euch ein frohes neues Jahr und vor allen Dingen den KSC-Fans. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Bist du denn auch gut ins neue Jahr gerutscht? Ich denke schon. Ich habe ja eine kleine Familie, zwei kleine Kinder. Es war bei uns etwas ruhiger, obwohl man ja sagen muss, insgesamt war es dieses Jahr leider etwas ruhiger durch Corona. Es wurde weniger geschossen. Wir haben es uns zu Hause gemütlich gemacht und haben zusammen Raclette gemacht und die Kinder hatten Spaß und das ist das Wichtigste bei uns. Ja, das klingt nach einem sehr schönen Erlebnis. Sehr gut, ja. Massi, ich muss direkt mit einer bestimmten Spielszene einsteigen. Ich glaube, mit der verbinden gespannt. Dich die meisten KSC-Fans. Ich tue es zumindest, Boris hat es auch getan. Wenn ich an deinen Namen denke oder dich sehe, Bilder von dir sehe, muss ich sofort an diese Szene denken. Es geht um den Freistoß gegen Hansa Rostock aus der Saison 2006-2007, den du aus mindestens 30 Metern direkt reingezimmert hast. Dieses Video taucht immer wieder bei YouTube auf, hat dort vereinzelt über eine Viertelmillion Aufrufe. Und ich muss dich einfach mal frei weg von der Leber fragen, Massi, was hat dich damals geritten zu denken, du haust da jetzt einfach mal drauf? Ja, im Nachhinein muss ich auch sagen, ich habe es natürlich auch anschließend immer mal wieder auf YouTube gesehen. Die Kinder wollten es sehen. Ja, im Nachhinein ist es schon auch für mich ein Wahnsinnsschuss gewesen. Man kann das erst später genießen, wenn man diese Fanperspektive hat. Wenn man auf dem Platz ist, dann ist man so fokussiert, man ist so erfolgsorientiert, man versucht einfach sein Bestes zu geben. Aber ich erinnere mich damals noch an die Zeit. Es war einfach so, dass wir in dem Jahr eine Mannschaft hatten und einen Trainer hatten, der es einfach auch wollte, dass wir alle unsere Stärken ausleben. Und das hat uns ja damals auch sehr stark gemacht. Wir hatten viele individuell starke Spieler, die tolle Fähigkeiten hatten und meine Fähigkeiten waren halt die Standardsituation und in dem Spiel passte einfach alles zusammen. Es war das Topspiel, es war glaube ich so, dass Hansa Rostock die stärkste Abwehr in der Liga hatte, wir den besten Sturm und es war das Spiel Erster gegen Zweiter, beide waren noch ungeschlagen und wir waren so heiß, wir waren so gut vorbereitet und wir wollten Hansa Rostock, wir wollten das Spiel gewinnen mit aller Macht und wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, es gab unglaublich viele tolle Szenen von uns und dann kam es halt zu dieser Freischusssituation und in dem Moment hatte ich ja gar nicht so viele Möglichkeiten, man hätte jetzt den Ball einfach vorne reinspielen können, dann auf gut Glück, der Ball hätte abgefangen werden können oder sofort wieder geklärt werden können oder ich hätte ihn quer spielen können und dann habe ich, ja, wie ist dann, das sind halt Dinge, die müssen einfach zusammenpassen. Da habe ich mir einfach das Herz genommen, habe überlegt, komm, was kann denn schief gehen? Wir hatten es vorher im Training auch immer mal wieder geübt. Ich war oft im Training mit Jeff Kornetzki, damals nach dem Training noch beim Freistoßtraining und habe auch aus diesen Entfernungen immer wieder geschossen. Und ja, in dem Moment habe ich es dann einfach probiert. Und ich denke, manchmal braucht man einfach diesen Mut, und dann funktioniert sowas und dass der dann natürlich reingeht, da gehört auch eine große Portion Glück dazu, aber ich denke, dass Glück einfach auch belohnt wird, wenn man den Mut dafür hat. Wahnsinn, man hat ja auch, wenn man das Video gesehen hat, ich glaube, Jeff ist auch der Erste, der dir gratuliert, ne? Ja, wir hatten es halt vorher schon oft trainiert, wir waren
glaube ich, fast nach jedem Training. Also da musste mich Ede Becker schon bremsen. Er kam dann auch mal zu mir und sagte, Massi, mach nicht zu viel, weil das auch auf die Muskulatur geht. Aber wir haben wirklich, immer wenn wir konnten, haben wir anschließend noch Freischüsse geschossen. Aber das ging nicht nur mir so, auch andere waren immer anschließend noch auf dem Platz. Es war einfach eine Mannschaft damals, die hatte Bock. Und die wollte sich immer weiterentwickeln und verbessern. Und ich habe das wirklich sehr oft mit Jeff trainiert. Und es hat im Training auch geklappt. Und ich habe ihn halt immer gesagt, Jeff, das funktioniert auch im Spiel. Man muss den Ball halt nur treffen. Wenn er anfängt zu flattern, dann wird er gefährlich. Und Jeff hatte mir das damals auch immer bestätigt im Training. Er meinte, es ist schwer, weil du kannst den Ball nicht so gut berechnen. Vor allen Dingen, wenn er so leicht anfängt zu flattern. Und deswegen bin ich halt leicht zu Jeff gelaufen, habe dann auch auf ihn gezeigt. Ich glaube, das sieht man auch im Fernsehen. Oder auf dem Clip, ja. Weil ich ihn einfach damit auch zeigen wollte. Siehst du, es hat funktioniert. Man muss einfach nur daran glauben, man muss es machen. Und deswegen dann auch zu Jeff. Und ja, das war schon Wahnsinn. Geil. Absoluter Wahnsinn. Ich meine, du hast ja schon vorhin erzählt, du hast es deinen Kindern auch manchmal gezeigt. So, was sagen die denn eigentlich, wenn sie dieses Video sehen? Ja, also sie sind irgendwann drauf gekommen. Also ist jetzt nicht so, dass ich meinen Kindern hier gleich meine ganzen Szenen zeige. So bin ich nicht vor. Aber da sind einige zeigbare dabei. Also das war ja, nicht das einzige Freischuss-Tor. So. Nee, aber so ist nicht mein Naturell, dass ich jetzt irgendwie denke, ich bin der Größte, das war das geilste Tor. Aber ist ja klar, dass die Kinder irgendwann auch mal, die waren ja damals noch nicht auf der Welt, dass die einfach auch wissen wollen, wie ich als Spieler war und was ich so gemacht habe und kriegen das natürlich auch mit den Toren, weil es einfach auch auf YouTube gezeigt wird. Und ja, also die lassen das nicht so raus, aber ich glaube schon, dass sie auch stolz sind auf ihren Vater. Aber wir alle sind eher sehr bodenständig und auch die Kinder gehen jetzt nicht irgendwie raus und erzählen hier ja. In der Siedlung, hier, mein Vater hat den geilsten Freischuss geschossen. So sind wir nicht. Aber ich denke schon, dass sie sich darüber freuen und dass es den beiden auch motiviert. Ja, ich kann mich noch erinnern, an dem Tag danach, da ging ich zur Schule und danach logischerweise zum Fußballtraining und da wollte jeder diesen Porcello-Freistoß nachmachen und dann der ganze Tag und auch die ganze Woche ohne Scheiß, die gesagt, Porcello und dann alle reingeschrien und erst von aus irgendwie, keine Ahnung, gefühlten 10 Kilometern immer aufs Tor geschossen, egal wo man war und das war lange Thema und es war schon unfassbar, also ja. Ich weiß auch noch, ich habe damals bei einem Kumpel haben wir irgendwie Playstation gespielt und er hat dann den Porcello rausgenommen, den Spieler und die Schusskraft auf 99 gestellt. Das ging. Ja, damals bei FIFA 6 oder was das war, FIFA 5, FIFA 6. Und dann hat er immer da Freistöße versucht, immer mit dem Massimiliano Porcello zu schießen. Das war ja, schon einzigartig. Krass, das sind so Dinge, die habe ich gar nicht erlebt, weil auch in der Zeit, also es geht ja so ein bisschen auch. Beziehungsweise ist es ja kein Gerücht. Es war ja so, dass wir eine super Stimmung hatten in der Kabine und auch eine Playstation aufgebaut hatten. Und das hat auch Mike Franz in der Folge schon erzählt, dass er da das ein oder andere Mal gezockt hat. Ja, wir haben wirklich auch intensiv gezockt. Also ich wollte jetzt fast sagen, es geht das Gerücht rum. Es ist kein Gerücht. Also wir haben da wirklich jetzt nicht mehr. Wir haben da gespielt. Es hat uns aber auch gut getan. Aber damals haben wir einfach nur so Top-Clubs genommen. Wir haben also damals nicht dran gedacht, irgendwie uns selber zu spielen. Also deswegen habe ich das gar nicht so erlebt, dass man, oder weiß ich gar nicht so, dass man damals auch diese Stärken hatte in dem Spiel und das dann genauso umsetzen konnte. Das habe ich alles im Nachhinein erfahren durch Freunde, die mir dann im Nachhinein auch gesagt haben, du, ich habe damals immer FIFA mit dem KSC gespielt und du warst dabei und so. Das sind Dinge, gerade auch in der Zeit als Profi, die du bist nicht so an der Konsole. Dass wir das in der Kabine gemacht haben, das hat uns einfach gut getan, weil wir eine super Stimmung hatten und weil wir einfach ein Team hatten, was super fokussiert war. Wir konnten 5 Minuten vor dem Training noch zocken und 5 Minuten später waren wir auf dem Trainingsplatz und wir brauchten keinen Trainer oder so, der uns motivierte. Wir hatten eine super Mannschaft, die Gas gegeben hat und dann haben wir Top-Leistung gebracht. Und deswegen hat das dann Ede Becker auch so laufen lassen. Mega stark, auf jeden Fall. Gutes Leben als Profi hast du da auf jeden Fall geführt oder erlebt mit dem KSC. Absolut. Aber wollen wir doch mal von Anfang anschauen. Wie bist du denn eigentlich Profi geworden und wann war das? Oh, jetzt muss ich zurückdenken. Ich war 1998, 99 hatte ich mein
erstes Herrenjahr, meine ich, mit dem FC Gütersloh, oder? Genau, damals noch beim FC Gütersloh, vor dem Konkurs. Der FC Gütersloh ist damals aus der zweiten Bundesliga aufgestiegen, war dann gezwungen, eine neue Mannschaft aufzubauen und hatte mich als Jugendspieler hochgezogen. Ich hatte eine tolle Saison in der U19 und dann bin ich direkt in den Kader der damaligen Regionalliga, heute der heutigen dritten Liga, gekommen und habe auch sehr viele Einsätze bekommen. Und dann kam dann in dem Winter der Konkurs. Und da ich halt zu dem Zeitpunkt schon sehr viele Einsätze hatte und auch Tore erzielt habe, ist der SC Paderborn auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann für die Rückrunde verpflichtet. Und da bin ich dann nochmal, habe ich nochmal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, habe sehr viele Tore gemacht. Ich war damals 19. Ja, und dann war irgendwann Hermann Gerland im Stadion und der hat ja schon immer auf junge Spieler gesetzt und der hat dann einfach gesagt, den Porcello, den brauche ich. Dann saß ich mit Hermann Gerland zusammen, damals Cheftrainer von Arminia Bielefeld, und der hat gesagt, komm hier zu Arminia. Ja, nämlich zu Arminia gewechselt, habe von 2000 bis 2006 bei Arminia Bielefeld gespielt und dann kam der KSC und ja, das 5 tolle Jahre beim KSC, leider. Dann ging das irgendwann zu Ende durch eine schwere Knieverletzung. Da war ich viel in der Reha dann am Ende. Ich glaube, das begann im Bundesliga-Jahr. Eine unglückliche Verletzung damals. Im Februar 2009, glaube ich, habe ich gelesen. Ja, genau. Das war total die unglückliche Szene, weil es war eine unnötige Szene. Man ist halt als Profi immer ehrgeizig. Man will sich im Training oder auch in den Testspielen immer wieder behaupten. Und es war so, dass wir damals gegen irgendeine russische oder ukrainische Mannschaft gespielt haben. Ich bin zum Kopfball gegangen und und habe dann irgendwann nicht mehr so das Gefühl für den Boden gehabt und bin dann so aufgekommen, dass ich mir den Knorpel beschädigt hatte. Und ich habe dann noch so weiter trainiert, damals im Trainingslager. Wir waren ja in der Türkei und habe immer wieder Riesenschmerzen verspürt. Und als ich dann zurückkam, hat sich das halt herausgestellt mit dem Knorpelschaden. Und das war eigentlich der Anfang vom Ende. Ich habe mich dann, war dann 1,5 Jahre in der Reha, habe mich nochmal zurückgekämpft, hatte auch nochmal Einsätze beim KSC, aber ich hatte nicht mehr die Form wie vorher. Und dann habe ich es halt nochmal probiert, weil ich schon noch überzeugt von mir war. Klar war ich vielleicht nicht mehr der Porcello, der jetzt in der ersten oder zweiten Liga spielen konnte, aber ich hatte mir damals die dritte Liga noch zugetraut, bin dann nochmal zum VfL Osnabrück gewechselt und ich glaube, es sollte dann irgendwann zu Ende gehen, weil ich mich da erneut am Knie verletzte. Ja, und dann musste ich es einfach auch akzeptieren, dass es nicht mehr geht, und dann habe ich 2013 meine Karriere beendet. Blicken wir nochmal zurück zum Wechsel zum KSC. Kannst du dich noch erinnern, wie der damals zustande gekommen ist? Ja, also ich erinnere mich, dass ich im Urlaub war. Der Wechsel hatte sich ein bisschen hingezogen. Also ich war natürlich dann pünktlich zum Saisonauftakt da. Aber ich glaube, dass der KSC damals nicht nur mich auf dem Zettel hatte für die Position, sondern auch den einen oder anderen. Und hatte dann aber im Urlaub erfahren, dass der KSC Interesse hat und dass sie sich gern mit mir treffen würden. Und dann gab es in Köln nach dem Urlaub ein Treffen mit meinem Berater, mit Rolf Dohm und Ede Becker. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Und ich glaube, dass dieses Gespräch auch ausschlaggebend war, weil wir uns da kennengelernt haben und Ede Becker dann auch gesehen hat, wie ich so ticke, wie ich vom Typ bin. Und das hat dann gepasst. Und das war wahrscheinlich die letzte Bestätigung. Ja, und dann wurden die letzten Details geklärt. Und dann bin ich zum KSC gewechselt. Cool. Und es war ja dann auch eine extrem erfolgreiche Zeit. Also du hast ja in 5 Jahren beim KSC 78 Spiele gemacht, 10 Tore geschossen. Da waren ja auch das ein oder andere sensationelle Freistoßtor dabei, was wir vielleicht auch noch später thematisieren können. Aber was ist denn so deine schönste Erinnerung an diese Zeit, wenn du so zurückblickst? Also das Erste, woran ich mich erinnere, ist Karlsruhe, Baden-Württemberg. Ich glaube 36 Grad. Im Training. Also ich weiß noch, als wir sind ja, meine Frau und ich, damals meine Freundin, wir sind ja beides Halbitaliener, yeah. Und wir kommen halt auch aus dem Süden. Und das kam dir direkt entgegen, super, das Wetter, ne? Ja, es war, wir haben uns wie im Urlaub gefühlt. Wir haben uns ziemlich schnell
wohlgefühlt in Karlsruhe. Und es war einfach so, ich erinnere mich, da sind wir immer, ja, täglich Training, Vorbereitung, hartes Training. Und wir hatten es immer 35, 36 Grad. Mhm. Und ich glaube, wir hatten sogar Probleme mit der Klimaanlage im Hotel. Und das war Wahnsinn damals, weil es total unangenehm war im Hotel. Und bei dem harten Training halt diese eigentlich tollen Temperaturen. Das ist eigentlich das Erste, woran ich mich erinnere, als wir ankamen und diese Wahnsinnstemperaturen im Training. Die Motivation einfach auf die neue Saison. In Bielefeld war es damals so, dass ich einfach auch in dem letzten Jahr 2006 gemerkt habe, dass es für mich nicht weitergeht, dass der Trainer nicht mit mir plant. Und es war einfach auch die Vorfreude auf was Neues, auf Karlsruhe. Ich hatte die Saison davor, hatte ich mir angeschaut. Karlsruhe ist, glaube ich, damals Vierter geworden, sonst hätte es da schon mit dem Aufstieg geklappt und ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Ich kannte damals Giovanni Federico zum Beispiel schon aus der Vergangenheit, weil wir damals in der Westfalen-Auswahl gespielt haben und ich hatte mir die Mannschaft angeguckt und ich hatte einfach ein sehr gutes Gefühl und habe mich darauf gefreut und dann auch die ersten Trainingseindrücke, ich habe sofort gemerkt, dass hier was geht und ich glaube, ich habe damals auch in meinem ersten Kicker-Interview, ich glaube, das war gleich am ersten oder zweiten Tag, wurde ich gefragt, was so mein Eindruck ist. Und ich habe, glaube ich, sofort gesagt, dass hier was geht, dass ich einen sehr positiven Eindruck von der Mannschaft habe. Und das hat sich auch später bewahrheitet. Und dann hat alles eigentlich seinen Lauf genommen. Eine tolle Vorbereitung, tolles Trainingslager, also echt tolle Erinnerungen. Und dann der Superstart 4-0 in Burghausen, glaube ich, war es, 4-0. Und dann gleich gegen Kaiserslautern, vollen Wildpark, wo dann Kaiserslautern, die ja so mit die Top-Favoriten waren in dem Jahr, die wir dann in dem Montagsspiel 2-0 geschlagen haben. Genau. Das war eigentlich der Start auch wo, ja, dieser ganzen Euphorie. Ne? 6 Punkte, 6-0 Tore, voller Wildpark gleich am ersten beim ersten Heimspiel. Am 21. August 2006, wenn ich das kurz nachliefern kann, gleich mit den Erzrivalen geschlagen. Kaiserslautern zählt ja so in dem Stuttgart dazu. Ja, und das war der Anfang. Ne? Und dann haben wir uns, wir haben uns immer weiterentwickelt. Wir haben uns in einen Lauf gespielt. Ich glaube, in dem Jahr hat aber alles mitgezogen. Es sollte einfach das Jahr des KSC werden. Wir hatten immer viele Zuschauer im Stadion. Die ganze Region hat mitgezogen. Es war einfach in dem Jahr, sollte es so sein, es war unser Jahr und es hat einfach alles gepasst. Also da können wir so viel herauspicken aus dem Jahr, was die Mannschaft betrifft, aber auch das gesamte Umfeld. Das hat einfach gepasst. Ja, du hast auch schon die gute Atmosphäre im Verein oder in der Mannschaft angesprochen. Du hast auch Giovanni Federico vorhin angesprochen. Hast du noch Kontakt zu den ganzen alten Spielern von damals oder ist das eher abgebrochen? Nee, ganz abgebrochen ist es eigentlich, ist es eigentlich nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit jedem täglich telefoniere. Also ich habe einen sehr guten Kontakt zum Stefano Celozzi, der erst dann nach dem Aufstieg zu uns kam. Wir hatten ja damals schon beim KSC sehr viel Zeit miteinander verbracht und mit Stefano telefoniere ich schon öfter und wir tauschen uns aus. Ansonsten je nach Anlass auch immer wieder. Christian Eichner gratuliere ich mal nach dem einen oder anderen Sieg oder nach seiner tollen Leistung, die Mannschaft in der Klasse zu halten. So hat man immer mal wieder Kontakt oder ich war ja zuletzt auch als Co-Trainer bei Dynamo Dresden beschäftigt und dann hat mich Mario Eggimann angerufen, der jetzt, glaube ich, eine Berateragentur und Coachingagentur führt und hatte da mit mir über verschiedene Spieler gesprochen. So kamen wir da ins Gespräch. Oder ich hatte mal Stefan Buck in München besucht, weil ich mir mal den Campus angucken wollte von Bayern und Stefan Buck ist jetzt Co-Trainer in der U19 und dann haben wir uns dort getroffen. Also man sieht sich immer wieder oder wenn was ist, die Nummern habe ich. Also ich kann mich jederzeit bei jedem melden und andersrum genauso. Nur jeder hat natürlich seine ja, viele haben jetzt auch eine Familie und versuchen sich natürlich beruflich jetzt was Neues aufzubauen, sodass es einfach auch andere Prioritäten gibt. Aber grundsätzlich, denke ich, kann man sich bei jedem melden, wenn man
wenn man Bedarf hat. Cool. Hast du denn auch noch Kontakt zu deinem ehemaligen Mitspieler und jetzigem Cheftrainer Christian Eichner? Also ich habe ihn zu seinen Leistungen gratuliert, weil ich im Nachhinein auch wirklich sagen muss, dass es eine tolle Leistung ist von ihm, dass er die Mannschaft in der zweiten Liga gehalten hat. Das war nicht einfach, gerade auch als dann nochmal Alois Schwarz entlassen wurde, wo sich sicherlich auch viele gefragt haben, ja, wo führt das jetzt hin? Und dann die Mannschaft nochmal aufzurichten, zu stabilisieren, war eine Top-Leistung von ihm, vor allen Dingen auch als unerfahrener Trainer, war ja zuvor Co-Trainer und das war eine Riesenleistung und dann habe ich ihn natürlich auch zum Klassenerhalt gratuliert. So würde ich das aber immer, wenn ich so das Gefühl habe, dass da auch irgendwas Besonderes ist, dann freue ich mich und dann kann man immer mal eine SMS schreiben. Ja, dass der Kontakt da ist, ist immer gut, ne? Also nicht nur das, sondern logischerweise wie gesagt, das hilft einem auch irgendwo. Ich meine, klar, du warst jetzt Co-Trainer, vielleicht kann man da weitere Kontakte knüpfen. Da hätte ich ja noch gewusst, mir hat nämlich letztens ein Vöglein gezwitschert, das so vor nicht allzu langer Zeit im Wildpark starten ist. Was war da und wieso warst du da? Und kannst du dir denn auch mal vorstellen, wieder zurückzukommen? Also ich bin immer mal wieder in Karlsruhe. Also ich wollte zuletzt auch im Oktober kommen, aber es ging nicht. Dann kam dieser neue Lockdown und deswegen konnte ich nicht mehr nach Karlsruhe reisen. Aber mein Ziel war es, im Oktober zu kommen, vor Weihnachten. Das hat leider nicht funktioniert. Aber immer mal wieder, wenn es halt auch passt, nach Absprache auch hier mit der Familie, komme ich nach Karlsruhe sehr gerne. Und zuletzt war ich in Karlsruhe und hatte zum Beispiel dann in Baden-Baden, da wohnt Eddie Kaplani, den habe ich besucht, da haben uns ausgetauscht, der hat jetzt dort ein Café eröffnet. Cool. Oder ich war da, oder ja, beim KSC ist jetzt auch im Marketingbereich ein alter Freund aus Bielefelder Zeiten, der Thomas Nellen, der ist jetzt Marketingleiter beim KSC, das ist auch noch ein Kumpel aus früheren Zeiten, auch den hatte ich letztens zuletzt besucht, dann hatte ich mir das NLZ angeschaut dabei, hatte ein Treffen mit Ede Becker, da haben wir uns mal ausgetauscht, weil ich einfach mal wissen wollte, wie das beim KSC so ist mit dem NLZ, wie gearbeitet wird. Er hatte andersrum gefragt, was ich so mache, was ich so in Zukunft vorhabe und so hat man sich mal ausgetauscht und ich habe jetzt auch schon bei Freunden angekündigt, also sobald es jetzt sich wieder ein bisschen lockert mit dem Lockdown und es Reisemöglichkeiten gibt, beziehungsweise auch eine entsprechende Unterkunft, dann ist auch mein Ziel, wieder nach Karlsruhe zu kommen. Ja, da müssen wir auch direkt auf eine Anekdote von Mike Franz zurückkommen. Du hast jetzt die PlayStation angesprochen, das hat er uns auch erzählt in der Folge, aber noch eine andere witzige Anekdote aus der Kabine und ich nenne mal das Stichwort Taktiktafel. Da hat er gemeint, da warst du einer derjenigen, der sich dafür sehr begeistert hat. Möchtest du da eine lustige Geschichte mit uns teilen? Hat Mike dir nicht schon erzählt? Die hat Mike mal angedeutet, dass du derjenige warst, der dann am Ende mal schon eher so gesagt hat, ah, das würdest du gerne vielleicht noch mal genauer sehen oder noch mal genauer detaillieren, dass du da sehr akribisch an die Sache rangegangen bist. Bist du so ein akribischer Arbeiter, der alles genau planen möchte? Ja, also wir sind ja alle so ein bisschen fußballverrückt und ich habe mich schon immer für Taktik interessiert und deswegen denke ich auch nach der Karriere so ein bisschen auch die Trainerlizenzen oder das Interesse auch als Trainer zu arbeiten. Wir hatten damals die Situation, ich glaube, das war am Anfang der Saison, da hatten wir eine Taktikbesprechung und dann hat der Trainer auf der Taktiktafel gezeigt, wie wir uns in verschiedenen Situationen verhalten sollen. Und dann gab es eine Situation vorne im Sturm, die habe ich anders gesehen, aber damit wollte ich den Trainer gar nicht kritisieren, sondern da bin ich halt vorne an die Taktiktafel gegangen und habe da gezeigt, wie ich das sehe, wie wir dort agieren sollen. Und das ist bei allen irgendwie hängen geblieben und ich glaube, sogar Sebastian Freis hat das irgendwo mal in einem Stadionmagazin in Köln sogar erzählt. Ich wollte einfach in der Situation
habe da einfach weitergedacht und wollte der Mannschaft helfen. Aber für die Spieler war es wahrscheinlich so, wir haben da den Trainer und auf einmal steht der Porcello auf. Was macht er denn jetzt? Ne? Er zeigt uns, was wir machen sollen. Ne? Im Nachhinein ist das, glaube ich, alles halb so wild und war oder ist jetzt wahrscheinlich lustig. Und ich glaube, auch für den Trainer damals war das nicht schlimm, weil es ging einfach nur darum, dass ich einfach das Gefühl hatte, wenn wir da so agieren, sind wir noch einen Tick erfolgreicher. Und das habe ich angezeigt. Nur ich glaube, ich bin einfach aufgesprungen und habe das gezeigt. ja, irgendwie so war es. Und ja, aber interessant, dass das auch bei Mike hängen geblieben ist, dass er das erzählt. Aber ist doch super, wenn alle Leute mitdenken. Ich meine, das ist doch der Idealfall, oder? Ja. Dass man vor allem auch sagt, was man denkt. Ich meine, das ist doch in einem gesunden Arbeitsumfeld genau, bei jedermann auch absolut. Nicht anders. Ja, für mich war es damals auch normal, aber wahrscheinlich für die anderen nicht, weil die vielleicht gedacht haben, warum steht jetzt der Spieler auf? Wir haben doch einen Trainer da vorne. Ne? Und wenn wir jetzt so im Nachhinein drüber sprechen, weiß ich auch nicht so richtig. Eigentlich ne, ging es ja nur um den Erfolg, ne? Ich wollte einfach vorne rangehen, ne? Ist doch aber auch irgendwo richtig, ja. Ne? Weil ich meine, der Trainer sieht es ja nur von außen, der Spieler sieht es von drinnen. Das sind immer so verschiedene Perspektiven. Ich glaube, da kann es logischerweise helfen, wenn dann Massimilian Porcello aufsteht und ein paar Magnete hin und her. Ja, vielleicht waren das auch einige nicht gewöhnt, dass da irgendwie Spieler dann auch dann was anzeigen. Also ich denke auch, also dass man immer im Austausch sein muss. Vielleicht kannten die das nicht aus der Vergangenheit. Vielleicht hatte der ein oder andere Trainer, die das einfach nicht zugelassen haben, die einfach da ganz vorne die Linie angegeben haben. Und für mich war das eigentlich ganz normal, dass wenn ich irgendwie was sehe, wo wir uns vielleicht verbessern können, dass ich das auch anzeige. Aber ich glaube, es ging mehr darum, dass ich einfach aufgestanden bin, als wenn ich so hier, ich bin jetzt der Chef, alle aus dem Weg, ne? Hier, so muss das sein. Aber kam vielleicht so rüber für die anderen, aber war, denke ich, völlig harmlos und überhaupt nicht so gemeint. Und wie gesagt, der Trainer hat mich nie darauf angesprochen. Also ich glaube, das gehörte auch in dieses Jahr. Ja, aber da hat sich dann vielleicht schon so ein bisschen angedeutet, ob du dir vielleicht in Zukunft halt auch vorstellen kannst, als Trainer tätig zu sein. Du hast ja schon jetzt erzählt, du warst Co-Trainer bei Dynamo Dresden. Könntest du dir denn vorstellen, jetzt egal ob beim KSC oder bei einer anderen Mannschaft, jetzt auch die Trainerkarriere einzuschlagen? Ja, das ist schon das Ziel jetzt. Also ich habe halt jetzt meine Erfahrung bereits gesammelt. Ich hatte, wie bereits erzählt, nach meiner Karriere auch gerade nach dieser ganzen Reha-Zeit, weil ich doch sehr lange in der Reha noch war wegen meinem Knie, wollte ich erstmal eine Auszeit nehmen, wollte für die Familie da sein, aber ich war auch ausgelaugt und dann habe ich auch mal was ganz anderes gemacht. Ich habe ein Praktikum gemacht in Bielefeld in einem sehr gut geführten Unternehmen, weil ich einfach mal andere Dinge sehen wollte, kennenlernen wollte, eine andere Perspektive und habe da auch sehr viel mitgenommen und da wurde mir eigentlich auch bewusst, dass ich im Fußball bleiben muss und dass ich meinen Weg im Fußball sehe. Und dann hatte ich meine erste Position in der U19 bei Arminia Bielefeld, in der U19-Bundesliga als Co-Trainer, weil ich ja dann einfach auch die ersten Erfahrungen als Trainer sammeln wollte. Und wann war das ungefähr? Entschuldigung, wenn ich hier kurz unterbreche. Das war, ich meine 2015. Und daraufhin habe ich dann auch meine erste Trainerlizenz gemacht und habe dann daraufhin gearbeitet. Und dann kam irgendwann auch diese Möglichkeit durch Mike Walpurgis, der damals Cheftrainer vom FC Ingolstadt wurde. Mike Walpurgis war damals in der U19 mein Trainer, der mich auch sehr gefördert hatte und dem ich auch einiges zu verdanken habe. Und der hatte dann damals schon angedeutet, du überleg dir das doch mal, ob du mit rein willst in dem Bereich. Und dann durfte ich ihn auch das ein oder andere Mal schon beim FC Ingolstadt über die Schulter schauen und so bin ich immer weiter da reingerutscht und als dann diese Option Dresden kam, wo ja dann Mike Walpurgis dort nach Dresden wechseln konnte, wurde ich von ihm gefragt, überlegt er das jetzt, bist du dabei? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich und ja, und durch die wertvolle Erfahrung jetzt auch in Dresden, das war jetzt eigentlich auch ausschlaggebend für mich, dann auch diesen Weg jetzt einzuschlagen. Und ich hatte bis dahin aber auch noch nicht diese A-Lizenz. Die habe ich dann sofort danach gemacht. Und es geht jetzt einfach darum, für mich
mich jetzt wieder in dem Bereich zu etablieren, auch langfristig in dem Bereich zu arbeiten. Und was ich halt vorhin schon angedeutet habe, die Herausforderung ist einfach, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, im Beruf Fußball, dass man das miteinander verbindet. Und das ist mir in Dresden noch sehr schwer gefallen, weil ich sehr weit weg war. Es war eine komplett neue Umgebung. Und als Trainer ist es doch nochmal was anderes, weil du gehst nicht nur zum Training hin, trainierst und fährst wieder nach Hause oder machst noch ein bisschen Kraft oder Pflege, sondern du bist mit dem Kopf eigentlich den ganzen Tag dabei und du kannst mehr oder weniger kaum runterschalten. Und ich war halt nur einen Tag bei meiner Familie und das ist die große Herausforderung, das zusammenzukriegen, vielleicht auch regional in dem Bereich zu arbeiten oder dann wirklich komplett zu sagen, wir gehen mit der kompletten Familie rüber, weil das hat einfach bei mir eine hohe Priorität. Ich bin Familienmensch und das gilt es jetzt zusammenzukriegen. Ja, kommen wir mal zu Christian Eichner, oder Boris? Auf jeden Fall. Schau dir mal die Personalie Christian Eichner an. Der war ja auch die ganze Zeit Co-Trainer. Da geht es auch dann wiederum, was für einen Mehrwert bringt man in den Verein, in die Mannschaft. Und bei ihm sieht man das ja, der spricht die Sprache der Kabine, so schön man das auch so formulieren kann. Und plötzlich rutschst du rein in diese Cheftrainerrolle, willst dich aber nicht auf diesen hohen Thron setzen und plötzlich anders mit den Spielern reden. Und ich finde, es ist immer eine beeindruckende Geschichte, wenn ein Co-Trainer dann die Cheftrainerrolle übernimmt, die Mannschaft aber weiterhin da hat, weil du hast ja als Co-Trainer irgendwo immer einen anderen Bezug zur Mannschaft, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass du als Co-Trainer auch noch mal näher am Team bist. Gut, es ist auch immer trainerabhängig, aber in der Regel, so war es auf jeden Fall bei mir, war ich auch derjenige, natürlich auch aufgrund meiner Erfahrung, der dort auch eine besondere Beziehung zu den Spielern hatte, der auch mehr oder weniger zwischen Trainer und Spieler vermittelt hat. Es gibt verschiedene Wege. Also bei Christian hat das hervorragend geklappt. Ich denke, er hat vorher sehr viel Erfahrung als Co-Trainer gesammelt und hat dann irgendwann auch das Gefühl gehabt, dass er es selber machen kann und es funktioniert. Und das ist halt der eine Weg, ne? über den Co-Trainer-Status erstmal im zweiten Glied zu sein, nochmal eine ganz andere Perspektive zu haben, viel zu sehen, viel zu lernen und nicht voll in der Verantwortung zu stehen. Und wenn man dann irgendwann bereit ist und die Option hat, in diesen Posten reinzuwachsen oder reinzugehen. Oder wie gesagt, man nimmt sich eine Mannschaft und fängt vielleicht etwas tiefer an und arbeitet sich nach oben. Und das ist beides spannend und deswegen bin ich auch für beides offen. Glaubst du, ist es ein entscheidender Vorteil, wenn man eher als ehemaliger Spieler Trainer wird? Ich denke schon, dass es Vorteile hat, aber grundsätzlich darf man es nicht unterschätzen. Das heißt nicht, wenn man ein super Spieler war oder wenn man Profi war, dass man auch ein guter Trainer ist. Dann kommen natürlich auch die Führungseigenschaften dazu, das Auftreten vor der Mannschaft, eine Mannschaft zu führen, wie man mit ihr spricht. Da muss man sich natürlich auch entsprechend vorbereiten dazu gehören natürlich auch die Trainerausbildung, vor allen Dingen der Fußballlehrer hat in Deutschland ja auch einen sehr guten Ruf, da wird man auch nochmal sehr gut vorbereitet. Umgang mit den Medien und diesen kompletten Druck und die Verantwortung, die man dann hat. Das ist nochmal was anderes als Spieler. Das muss man verstehen und da muss man auch ehrlich herangehen. Aber ich denke schon, dass man Vorteile hat, weil man einfach schon das ganze Business kennt. Man weiß vor allen Dingen auch, wie ein Spieler denkt. Kann deswegen auch die Trainerarbeit dahingehend anpassen, auch mit dem Wissen, dass man einfach erfolgreich ist, wenn die Mannschaft funktioniert, wenn man einfach auch Strategien findet, wie man die Mannschaft zum Laufen bringt. Und wenn man da diese Erfahrung mitbringt, selber als Spieler, wie es ist, auf dem Platz zu stehen, was der Spieler denkt und wie das so im Team ist, ich glaube, dass wir da sehr viel mitbringen. Aber wir dürfen das andere nicht unterschätzen. Und das müssen wir auch erst lernen. Und deswegen bin ich eher einer, der eher noch ein bisschen länger lernen möchte und Erfahrung sammeln möchte, den einen oder anderen über die Schulter gucken möchte und dann, wenn ich dann irgendwann bereit sein würde, dann würde ich es auch machen. Aber ich bin keiner, der sagt, ich weiß alles und egal, gib mir was geht und ich übernehme das. Ich glaube,
das wäre falsch, das wäre fahrlässig und das würde ich auch nicht machen. Interessante Sache auf jeden Fall und interessante Frage auch von dir, Niklas, weil wenn ich so mal drüber nachdenke, es stimmt eigentlich schon, dass der Großteil aller Cheftrainer in der Vergangenheit relativ erfolgreiche Fußballer waren. Oder, Niklas? Also der ein oder andere fällt mir schon ein, aber es gibt halt auch eben genau das Gegenstück. Also viele Trainer, genau, die als Spieler jetzt nicht erfolgreich waren. Also ich glaube, Julian Nagelsmann ist jetzt nicht als Spieler bekannt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine aktive Karriere als Profispieler hatte, aber als Trainer super erfolgreich. Deswegen hat mir die Frage jetzt schon ein bisschen so auf die Nägel gebrannt. Ja, oder schauen wir uns mal die Großen an. José Mourinho war jetzt auch nicht, glaube ich, der Überspieler, hat aber, glaube ich, die meisten Pokale als Trainer gewonnen. Ja. Zum Beispiel, also ich tausche mich da auch manchmal mit Kumpels aus, die auch schon einen Trainerschein haben, also den allerersten, den man macht, einen Level One zum Beispiel in England oder so, die jetzt einfach nur sagen, ja, guck mal, ich schaue mir andere Trainer an, die jetzt nicht groß die Fußballer waren, aber relativ erfolgreiche Trainer sind. Und ich glaube, da kann man sich auch eine hohe Motivation rausholen, dass man jetzt nicht nötigerweise der beste Spieler gewesen sein muss, um eben als Trainer auch so erfolgreich zu sein. Also ich denke auch, es kann nur ein Vorteil sein als Spieler. Das heißt nicht, dass ein Spieler, finde ich, ein besserer Trainer ist. Also ihr habt jetzt gerade tolle Beispiele genannt mit José Mourinho oder Julian Nagelsmann. Wenn man auch gerade bei José Mourinho, der ja mit zu den größten Trainern gehört, wenn man da ein bisschen nachschaut, wie die Entwicklung bei ihm war. Der hat natürlich auch bei ganz tollen Trainern gelernt. Ich glaube, er war damals zunächst erstmal Dolmetscher von Bobby Robson, eine Trainerlegende, und war da unter Bobby Robson Co-Trainer bei Barcelona und hat da sicherlich ganz viel mitnehmen dürfen, auch, ne, auch mit diesen ganzen Stars zu arbeiten und anschließend auch Co-Trainer unter Louis van Gaal. Und ich denke, wenn man auch solche Leute vor sich hat, da kann man einfach nur ganz viel mitnehmen. Und ich denke auch, dass José Mourinho dann irgendwann gemerkt hat, wenn man dann auch so viel Erfahrung sammelt und so viel mitnimmt, wie das Ganze funktioniert, wenn man auch mit so vielen tollen Stars zu tun hat und vor allen Dingen auch bei so einem großen Club, dass man irgendwann das Gefühl dafür findet, sagt, so, ich bin jetzt bereit, jetzt mache ich's. Ja, ich denke, jeder geht so seinen eigenen Weg. Und ich denke schon, dass es ein Vorteil ist, wenn man Profi war, wenn man das mitnimmt, aber auch die anderen Dinge lernt. Aber genauso kann jemand Top-Trainer werden, der jetzt kein Fußballer war, der sich aber jahrelang vielleicht mit Menschenführung beschäftigt hat oder der schon seit der Jugendarbeit eine Mannschaft hatte. Ne, ich denke, dass Julian Nagelsmann sehr jung schon Trainer war und dort sehr viel Erfahrung mitbringt und wahrscheinlich auch in dem Bereich sehr viel gelernt hat von den Spielern. Von daher, ich glaube, alles ist möglich. Jeder geht, wie gesagt, seinen eigenen Weg. Ja, jetzt haben wir viel über Trainer und Philosophien gesprochen. Wir haben über Christian Eichner gesprochen. Da wollen wir doch gleich mal beim Thema bleiben. Mhm. Du hast schon vorhin erzählt, du hast dem Christian Eichner gratuliert zu seinen guten Leistungen oder zu dem Erfolg mit der Mannschaft. Wie oft verfolgst du denn noch den KSC aktuell und hast du auch das Spiel am vergangenen Wochenende gesehen? Ja, also ich verfolge alle Teams, bei denen ich mal gespielt habe. Das betrifft ja den KSC, insbesondere natürlich den KSC Osnabrück, Paderborn und auch Bielefeld. Aber ich bin schon immer informiert. Es ist halt so, dass ich jetzt auch zwei Kinder habe, die jetzt so langsam richtig Fußball begeistert sind und die wollen natürlich. Die sind KSC-Fans natürlich, oder? Sorry, wenn ich da kurz eingreife. Ja, muss ich sagen, ja. Also das habe ich cool. Denen schon eingeimpft. Also jawohl. Die haben mehrere Vereine, für die sie sind, aber KSC ist auf jeden Fall dabei. Mein Großer von den beiden, der ist jetzt mittlerweile 9, der hat auch schon gesagt, der hat sich aufgeschrieben, mein nächster Wunsch ist es mal wieder nach Karlsruhe zu reisen und in den Wildpark zu gehen. Cool. Jawohl. Und auf jeden Fall, also ich bin immer informiert, aber ich kann manchmal die Spiele nicht alle vollständig sehen, weil auch der eine oder andere ein anderes Spiel sehen will, weil wir auch manchmal Konferenz gucken oder auch mal in eine andere Liga. Kann ich euch jetzt nicht detailliert beschreiben, wie der KSC spielt, aber ich gucke, bin schon immer informiert, wie der KSC gespielt hat und wer die Tore macht und wo sie stehen. Auf jeden Fall, das ist mir sehr wichtig und
gerade der KSC, weil wir hatten da alle eine tolle Zeit und ich kenne die Region, ich weiß, wie heiß die alle sind, wie schön es für die Region wäre, wenn man sich in der zweiten Liga jetzt erstmal etablieren könnte und dann irgendwann auch mal wieder das ganz große Ziel, nämlich Aufstieg anpeilen könnte. Auch mit dem Stadion, ich gucke da auch immer drauf, wenn ich auf der Seite bin und die Entwicklung des Stadions, also das wird ein richtiges Schmuckkästchen und wer weiß, ich habe immer gesagt, wenn ich gefragt werde, vielleicht passt das alles zusammen zeitlich. Jetzt die Mannschaft erstmal in der zweiten Liga versuchen zu halten, zu stabilisieren, weiterzuentwickeln und vielleicht geht das Ganze mit dem Stadion mit hoch. Das wäre so mein Wunschdenken. Das wäre doch super. Ja, da sagen wir auch nicht nein. Ja. Aber da will ich jetzt Christian nicht unter Druck setzen. Ich weiß, dass... Ich glaube, da haben wir den Christian die letzten Folgen genug unter Druck gesetzt. Ja, also ich weiß jetzt natürlich, dass das alles nicht ganz einfach ist und dass man auch nichts überstürzen darf und dass die Erwartungen auch nicht immer zu hoch gesteckt werden dürfen. Ich denke, er macht das gut. Er hat die Mannschaft stabilisiert und wie gesagt, Schritt für Schritt und seriös arbeiten. Ich denke, das macht er. Das kenne ich ihn zu gut aus der Vergangenheit. Und das Schmuckkästchen, das entwickelt sich. Ja, du hast es angesprochen. Wir haben ja diese sensationelle Siegesserie von 4 Siegen in Folge gehabt gegen Ende 2020. Und die Erwartungshaltung der KSC-Fans, die kennst du ja sicher oder die von vielen KSC-Fans. Da heißt es sofort Aufstieg. Und zack, bumm, waren wir wieder am Ende auf dem Boden der Tatsachen mit 3 Niederlagen in Folge. Mhm. Aber jetzt haben wir uns ja Gott sei Dank durch einen sehr wichtigen 4-2-Sieg beim Tabellenletzten, den Würzburger Kickers, durch 6 eigene Tore, wie auch immer das ein oder andere zustande gekommen ist. Wichtig waren da ja nur die 3 Punkte. Und so langsam stabilisieren wir uns ja wieder da jetzt in der zweiten Liga, jetzt auf Platz 8. Also jeder Punkt, den wir auf Platz 16 gut machen, ist für mich der wichtigste. Ja, die zweite Liga, das ist eh immer eine Liga, die ist so lange ausgeglichen, da kann immer so viel passieren, auch nach unten hin, aber genauso nach oben. Also das ist alles jetzt gerade eine Momentaufnahme. Am Ende wird abgerechnet, man muss sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Es sind erst, glaube ich, welcher Spieltag ist jetzt? Der 14. 14. Spieltag. 14. Also, es ist noch so viel Zeit und wichtig ist wirklich, gerade in der zweiten Liga, dass man von Spiel zu Spiel denkt und dass man immer wieder Top-Leistung abruft, vor allen Dingen kämpferisch und läuferisch. Die zweite Liga ist so ausgeglichen, da kann so viel passieren. Wenn man denn dann am Ende auch zum Beispiel neulich diese 4 Siegesserien hat, man weiß, man hat sich erst letztens noch über dem Strich halten können. Nun hat man 4 Siege in Serie. Baut man sich da als Spieler selber auch mal den Druck auf? Weil ich meine, nach den 4 Spielen kamen dann noch 3 Niederlagen in Serie. Und dann ist es wieder schwierig, sich da ein bisschen aufzurappeln, oder? Ja, ich denke, ich verbinde das so ein bisschen mit diesem Spiel von Spiel zu Spiel denken. Im Fußball kann es immer sehr schnell nach oben und nach unten gehen. Und ich glaube, das Leistungsniveau, das ist schon recht ausgeglichen und im Spiel kann auch immer vieles passieren. Also der Erfolg und Misserfolg, das ist alles so eng beieinander. Man muss einfach Profi sein. Man muss sich auf seine Leistung konzentrieren, sollte immer versuchen, fokussiert zu sein und seine beste Leistung abzurufen und darf wirklich keinen Prozentpunkt weniger geben, weil das wird sofort bestraft. Der Unterschied ist nicht groß. Am Ende sind das kleine Prozentpünktchen, die es wirklich den Unterschied machen, ob du oben oder unten stehst. Und natürlich kommt auch ein bisschen Glück immer dazu. Aber sobald man ein paar Prozente weniger gibt, geht es nach hinten los. Ja, du sprichst die Ausgeglichenheit an. Wenn wir jetzt mal zusammen einen Blick auf die Zweitligatabelle werfen am Montagabend, steht der KSC auf Platz 10 und den 5. Fortuna Düsseldorf und den Tabellen 14. Jans Regensburg trennen sage und schreibe einfach mal nur 5 Punkte. Ja, das ist typisch für die zweite Liga. War eigentlich schon immer so. Und deswegen, also das kann ganz schnell in beide Richtungen gehen. Deswegen einfach Gas geben und nicht so viel über zukünftiges nachdenken. Von Spiel zu Spiel denken, Leistung abrufen, immer permanent weiterentwickeln. Und dann sieht man einfach, wo man dann irgendwann steht. Aber es ist so ausgeglichen,
dass das alles ganz schnell immer sich verschieben kann. Ja, dann hoffen wir mal, dass Christian Eichner zuhört und einige andere Mannschaftskollegen. Ja, ich denke, also Christian, der weiß das selber sehr gut. Und ich meine, Christian hat ja auch immer wieder jetzt bewiesen, seit er die Mannschaft übernommen hat, dass er die Mannschaft stabilisieren kann. Und ich glaube nicht, dass Christian da irgendwie leichtsinnig wird. Das ist nicht sehr naturell. Aber Niklas, man muss schon sagen, 19 Punkte nach 14 Spielen. Ich glaube, zu Saisonbeginn hätte ich das auf jeden Fall unterschrieben. Ja, also wir spielen eine absolut stabilere Saison als vergangenes Jahr, würde ich sagen. Auch wenn es jetzt viel hin und her ging. Aber vor allem die Art und Weise, wie wir spielen, die lässt mich positiv stimmen. Also wir wollen schon den Ball, wir wollen das Spiel machen. Wir haben uns über die Flügel extrem verstärkt. Benjamin Golla hat jetzt auch wieder ein starkes Spiel gemacht, sein zweites Saisontor erzielt, wenn ich richtig gesehen habe. Auf jeden Fall hat er getroffen und auf die Art und Weise, wie wir Fußball spielen derzeit, das ist schon das, was mich auf jeden Fall positiv stimmt. Ja, aber weißt du, was mich ein bisschen stört? Du wirst es mir gleich erzählen. Ja, diese Übermotivation. Ne? Ich meine, es gab ja den ein oder anderen Spieler bei uns, der nach 8 Sekunden sich die gelbe Karte abgeholt hat. Ja, da hat der junge Dirk Carlsson ein bisschen Lehrgeld bezahlt, da hat er sich natürlich nicht clever angestellt. Ja, aber ich meine generell, also klar, wir haben es gesehen, auch der Kommentator hat es gut erklärt. Es war so, dass der Schiedsrichter meinte, dem KSC könnte man noch ein paar Karten verteilen. Sehr leichtsinnig, finde ich. Es war nicht alle zwangs- oder notwendig eine gelbe Karte, aber trotzdem fällt mir auf, dass wir in den letzten Spielen viel zu viele Karten uns irgendwie reinholen und somit dann einige Spieler in gewissen Spielen nicht haben können. Zum Beispiel Gondorf, die 5. Gelbe Karte. Ich glaube, der hat schon bald 10, keine Ahnung. Carlsson wieder gelb-rot. Wir hatten Heise gelb-rot. Wir hatten, das waren jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Spiele aufeinander, wo wir eine gelb-rote Karte gefühlt. Ja, wobei man muss sagen, gegen Würzburg ist mir das irgendwie besonders aufgefallen. Der Kortus, der hat da so mit gelben Karten um sich geworfen, das habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Also ja, eben. Also ich wusste auch nicht mehr so genau. Irgendwie, das ist so, also ich weiß, Benjamin Kortus ist so sein Signature-Move, eine gelbe Karte gleich rauszuholen, wenn es ihm nicht passt. Ja. Aber trotzdem, irgendwie, weiß ich, wir hatten Kobalt gelb-rot, wir hatten Gondorf gelb-rot, Carlsson, Heise. Das sind schon 4 Spieler, die mit Gelb-Rot vom Platz geflogen sind. Ich weiß nicht, ob ich jemanden vergessen habe. Ja, eben. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Klar ist es wichtig, dass du irgendwo so einen ekligen Spieler hast. Früher hatten wir Mike Franz, dann mal den Peitz. Jetzt haben wir Gondorf, der fleißig Karten sammelt. Maximilian, wie findest du das denn? Ist es denn als Trainer beispielsweise wichtig, wenn du sagst, ihr müsst ein bisschen aggressiver sein, aber trotzdem holt euch nicht die gelben Karten? Oder ist es dann schon wieder so, ja, ihr könnt mal ruhig eine gelbe Karte holen, wenn es notwendig ist? Wo ist denn da die Balance? Was ist in deiner Meinung nach die beste Balance? Ja, ich denke, du brauchst schon auch Führungsspieler oder Spieler, die einfach auch das können, das Gefühl haben, wann sie wie wo reingehen können und auch das Gefühl, ob sie dafür eine gelbe kriegen. Also wir hatten, Mike Franz war eigentlich immer sehr geschickt, der hat ja auch seine Gegner immer provoziert und ist da immer sehr gut bei weggekommen. Das sind natürlich wichtige Spieler, weil die einfach auch den Gegner verunsichern oder die einfach auch das Publikum dann mal pushen mit einer aggressiven Szene und du musst halt der Typ dafür sein. Zum Beispiel, ich habe mich immer schwer getan, entweder bin ich richtig reingegangen oder gar nicht und ich konnte das zum Beispiel nicht, also ich glaube, ich hätte, wenn ich richtig reingegangen wäre, eine rote sofort bekommen, deswegen, das ist aber vom Spielertyp abhängig. Ich finde, wichtig ist es immer auch bei einem taktischen Foul, also wenn der Gegner dann irgendwie einen gefährlichen Konter startet, dann denke ich, ist es wichtig, dass man das unterbindet und dann kriegt man da wahrscheinlich auch Geld für, so sind die Regeln, aber man muss halt dann auch da clever sein und gucken, wo man das Foul macht. Natürlich macht man das dann noch in der Hälfte des Gegners oder an der Mittellinie und nicht am eigenen 16er, wo es dann wahrscheinlich direkt rot gibt. Ne? Also das kann schon alles sehr sinnvoll sein, aber man muss natürlich auch clever sein und gucken, wann man das macht. War das mal nicht Mike Franz gegen Schalke, der sich mal eine gelbe geholt hat, hat dann die Haupttribüne pushen wollen und hat so eine Geste gemacht, wie sowas wie auf geht's? Und der Schiedsrichter dachte, das war eine Geste gegen die Schalker Bank und ist dann sofort vom Platz geflogen. Ja, ich glaube, das war so. Also ich
Ich stand damals auf dem Platz. Dann hat er, glaube ich, gegen irgendeine Tonne getreten. Ein Stuhl. Aber das erst, als er runtergeflogen war. Genau. Ja, ich kann mich an die Szene sehr gut erinnern, aber ich habe es am Anfang erst gar nicht mitbekommen. Auf einmal hat er rot oder gelb-rot bekommen. Also das Spiel war gegen Schalke, Bundesliga. Wir haben damals, glaube ich, 0-3 verloren dann. Und irgendwas war da. Er wollte, glaube ich, also es war schon aggressiv auf dem Platz. Aber Richtung Tribüne, ne? Ja, und dann, es war schon eine hohe Aggressivität. Und dann wollte er, glaube ich, echt nur pushen. Und ja, alles war halt so aufgebracht. Und irgendwie hat er dann gelb-rot. Dann war er schon vom Platz runter. Das ging alles so schnell. Und ich habe es dann später nochmal im Fernsehen gesehen, wie er dann gegen den Stuhl tritt und so. Ja, sind halt die Emotionen und die ganzen. Ja, und da kann man einfach auch sehen, was so auf dem Platz abgeht. Ne? Wenn da richtig Aggressivität ist, Stress ist, Hektik ist, ne, dann dann verliert vielleicht auch der Schiedsrichter manchmal die Übersicht und denkt oder erkennt nicht, dass das vielleicht einfach nur an unsere Zuschauer gerichtet ist. Schiedsrichter sind ja auch nur Menschen, davon kannst du ja ein Lied singen, Boris. Ja, ja, leider. Warum? Nee, ich bin selber Schiedsrichter. Ach so. Schon seit vielen Jahren, ja. Ich habe früher mal gekickt, hatte dann mit 15 und 16 meine Kreuzbandrisse und dann habe ich mich dann doch für den Schiedsrichter entschieden und bin da so meine Linie gegangen. Ich bin dann immer der Erste, der dann immer sofort was kritisiert, so wie es jeder andere Schiedsrichter auch macht, weil plötzlich siehst du das Spiel halt mit anderen Augen. Und tauscht man sich immer aus und sieht Szenen und sagt, das würde ich aber anders machen. Und dann kommt der andere und sagt, nee, ich würde das schon so machen. Und dann ist es immer wieder interessant, aber auch mal die Spieler- oder die Trainerseite davon zu hören, so wie es nach dem Spiel mal üblich ist, wenn man sich in der Kabine unterhält. Und aber da hast du recht, Niklas. Wir sind nur Menschen, wir machen Fehler. Aber trotzdem, wenn du dann als KSC-Fan dir wirklich die Spiele anschaust und du denkst, der Schiedsrichter hat echt was gegen dich, das ist halt dann immer diese andere Seite, weil man ist aber auch immer irgendwo Fußballfan, weißt du, das kannst du nicht abschalten. Ja, Massi, jetzt haben wir schon eine ganze Weile mit dir gequatscht und haben auch schon viel über den KSC auf die heutige Zeit geblickt, haben über die aktuelle Situation gesprochen. Du hast auch schon das Stadion erwähnt. Wie oft schaust du denn rein? Wie oft informierst du dich denn so über den Stadionneubau oder was so gerade vielleicht auch intern ist beim KSC passiert? Ja, so gerade was Stadionneubau betrifft, schaue ich einfach gerne rein, weil ich es einfach finde, weil es ein tolles Stadion wird. Und beim Stadion ist es so, dass es, glaube ich, auch der gleiche Architekt ist, der Augsburg gebaut hat und Dresden. Und Dresden ist wirklich auch ein sehr schönes Stadion. Das stimmt, da war ich auch schon mal. Stimmung. Ja, und das wusste ich eigentlich sehr früh, dass das der gleiche Architekt ist. Da hatten sie beim KSC noch gar nicht angefangen. Gab es, glaube ich, dann das Modell und dann war ich schon gespannt darauf, weil wie gesagt, Dresden sehr schön ist und es sieht auch sehr ähnlich aus wie in Dresden. Und ja, immer wenn ich mal mich über den KSC informiere, gehe ich eigentlich auch auf die, ich glaube, da gibt es auch diese Webcam. Genau. Es wird ja immer aktualisiert, dann gucke ich, wie sich die Tribünen machen. Das geht schnell, oder? Ja, finde ich auch. Und sieht wirklich sehr gut aus. Also ich freue mich drauf. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn dann auch wieder Fans zugelassen werden. Dann möchte ich auf jeden Fall auch dann ins Stadion kommen, weil ich glaube, das ist was glaube ich, den gesamten Verein nochmal richtig pushen wird. So ein geiles Stadion und die Region vor allen Dingen sind ja alle sehr fußballbegeistert. Wenn das mal voll ist, ich glaube, da kann man noch mal einiges aktivieren. Ja, denn wir haben auch schon mit Edel Becker quasi ein loses Date, dass wir uns auf ein alkoholfreies Bier verabreden, wenn man wieder ans Stadion darf. Da kannst du gerne dazustoßen. Das wäre doch super, wenn wir uns dann da face-to-face mal sehen. Ja, sehr gern. Auf jeden Fall. Cool. Abschließend würde ich dich noch fragen, was wünschst du dir denn für den KSC, wenn du jetzt einen Wunsch äußern könntest? Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ich denke, man sollte jetzt nichts überstürzen. Ich denke, Christian macht das ganz gut. Die Mannschaft in der zweiten Liga stabilisieren, denke ich, wäre ein sehr wichtiges Ziel. Ich denke, zweite Liga ist immer eine sehr wichtige Basis. Und dann sollte man sich peu à peu neue Ziele setzen, um dann Schritt für Schritt dann auch nach oben zu kommen und irgendwann ist es natürlich das große Ziel und der Wunsch von allen, dass der KSC wieder in der Bundesliga spielt.
Aber ich sage auch, ich weiß, dass das alles ein sehr langer und harter Weg wird. Aber für die Region, auch mit dem Stadion, würde ich mich sehr freuen, wenn der Karlsruhe bald wieder ganz oben ist in der Bundesliga mit einem tollen Stadion. Und dann freue ich mich sehr gern, auch wieder live dabei zu sein. Ja, cool. Und wir erst, also wenn es dann tatsächlich am Ende mal hochgeht, so mit den ganzen positiven Entwicklungen, die es ja gerade gibt im Verein und um den Verein herum, da entsteht ja nicht nur ein neues Stadion, sondern auch ein neues Trainingsgelände und ganz viele neue Einrichtungen. Angenommen, du müsstest jetzt vorhersagen, wo der KSC so in 5 Jahren steht, was würdest du schätzen von dem, was du so jetzt mitbekommen hast um den Verein herum? Ja, wenn sich alles so positiv weiterentwickelt, ich habe das ja auch mit dem NLZ gehört, dass man sich da auch weiterentwickelt, ja, dann hoffe ich doch schon, dass der Verein in 5 Jahren sich diesen Traum erfüllen kann, wieder erstklassig zu sein. Und ja, für den NLZ weiß ich, dass es auch sehr wichtig ist, wenn die gerade auch die U19 und die U17 in der Bundesliga spielt. Ich glaube, das machen beide Teams. Das ist auch sehr wichtig für die Spielerentwicklung und dass man dann einfach aus dem NLZ immer wieder neue Talente hervorbringen kann und eine Mannschaft hat, die halt mit einem tollen Stadion in der Bundesliga spielt. Das wäre, denke ich, was ganz Tolles, wobei ich immer wieder auch sagen möchte, dass es sehr harte Arbeit kostet und ich würde es mir aber wünschen. Ja, wir uns auch, oder Boris? Ja, auf jeden Fall. Cool, auf jeden Fall. Und abschließend, oder Niklas, wir fragen immer unseren Gast am Ende noch, worüber lacht denn ein Massimilian Porcello und worüber ärgert er sich? Ich lache. Ich kann über so viele Dinge lachen. Also, ist ja schon mal gut. Das Schönste ist eigentlich immer spontane Sachen, die einfach aus dem Nichts entstehen. Wenn einer einen tollen irgendwas Tolles macht oder irgendwie irgendwas kreiert, was einfach schön ist. Also Situationskomik. Kinder können mich zum Lachen bringen. Ja, Situationskomik. Kinder können mich zum Lachen bringen, gerade meine. Wenn ich sehe, was die manchmal probieren und wie übermotiviert die sind, wenn die Fußball spielen, ist es Wahnsinn. Also da, wenn ihr das seht. Ja, und ärgern tut mich Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit, das ist was, das ärgert mich. Kann ich voll nachvollziehen. Wie alt sind deine Jungs jetzt? Du hast gesagt, der Älteste war 9? Genau, und der Zweite ist 5. Okay, ja, da probiert man ja auch viel aus in dem Alter. Ja, die sind gerade der ganz Kleine, der sieht das natürlich beim Großen. Das ist Wahnsinn, also ist schon was ganz Besonderes, wenn ihr irgendwann mal Kinder habt, denke ich, könnt ihr mir das bestätigen. Aber da gibt es schon sehr viel zu lachen. Dann schreibe ich dir dann nochmal, da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Ja, sehr gern. Ja, Mensch, Massi, jetzt haben wir uns auch echt hier gut verquatscht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns zu Gast warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Guten Start ins neue Jahr, den hattest du ja. Und bleib gesund. Ja, vielen Dank. Also auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Richtig coole Sache, was ihr hier macht. Und und dann hoffe ich für den KSC, dass wir unsere Wünsche erfüllen können. Vielen Dank, bis bald. Danke, Massi. Ciao. Danke, ciao, ciao. Ciao. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, das war Folge 16 mit Massi Porcello bei uns im Podcast zu Gast. Ich hoffe sehr, die Folge gefällt euch. Mir und Boris hat sehr viel Spaß gemacht. Lasst uns gerne Feedback da. Wir freuen uns über Rückmeldungen von euch jeglicher Art auf Facebook, Twitter oder Instagram. Je nachdem, wo ihr uns anschreiben wollt, wo ihr uns folgt. Am Ende möchte ich noch gerne einen unserer Fans grüßen und zwar den Michi Eble, der uns netterweise eine Geldspende hintergelassen hat. Vielen Dank, Michi, an der Stelle. Liebe Grüße an dich und die Massenbacher KSC-Freunde. Schön, dass euch der Podcast gefällt. Das freut mich sehr und ihr fleißig zuhört.
Ja, wenn auch ihr uns eine Kleinigkeit spenden wollt, freuen wir uns sehr darüber. Boris und ich betreiben den Podcast als reines Hobby im Ehrenamt, machen das in unserer Freizeit nebenher, so gut es geht. Und ein bisschen Geld kostet der Spaß auch für die Website, die Serverkosten etc. Wir haben keine Sponsoren, finanzieren das aus eigener Tasche. Es ist ein reiner Fan-Podcast, den wir auch in keinster Weise monetarisieren wollen. Und daher freuen wir uns über einen kleinen Obolus von euch. Am besten via PayPal. Den Link dazu findet ihr bei uns auf der Homepage unter wildparkbrudler.de. Falls ihr uns was da lassen wollt, freuen wir uns sehr. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Restwoche. Freue mich sehr auf die kommenden Folgen und kommende spannende Gäste. So viel sei an der Stelle schon mal gesagt. Und wir hören uns bald wieder. Drücken die Daumen für das nächste KSC-Spiel gegen Greuther Fürth. Das wird mit Sicherheit ein harter Brocken. Aber mit einem beherzten Einsatz, glauben wir, können wir auch da was holen. Und wir drücken die Daumen. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.